Aber hier war's. Oder? Kann ich gerade... Hier. Ach so. Gut. Das ist der Lagerraum, okay. Aber wo ist denn jetzt die Knarre? Hä? Tagebuch. Stirb, Roboter. Ludwig hat dich verraten, dass er eine Geheimwaffe von Edgewater versteckt hat, die er im Falle eines Roboteraufstands einsetzen will. Er hat beschlossen, dir die Geheimwaffe anzuvertrauen, damit sie dir bei deinem Kreuzzug behilflich sein wird. Die Waffe befindet sich in der Toilette der Kantine von Edgewater. Ist doch die Kantine hier, oder? Ah, ne, ist die Bar. Oder? Okay, also prinzipiell ist das nicht hier, vermute ich mal. Ich muss zur Bar. Wo ist denn die... Oder wo ist denn die Kantine? Aua. War ich hier schon mal drin? Ich glaube nicht, ne? Helikon. Wish we had some better rations. Nothing I can do about that. Was ist das hier? I've never actually been in here. Seemed scary from the outside. Okay. Wanted. Phineas W. Wallace. Für mehrere Verbrechen und Widerstand gegen Vorstandsentscheidungen inklusive, aber nicht beschränkt auf mehrere oder alle folgenden. Aufrührertum, Fälschung, Verschwörung, Verschwörung zur Verschwörung, unlizenzierte Ausübung des Arztberufs, Zerstörung von Vorstandseigentum. Ah, ist das Gefängnis hier. Hey! Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in Frontier Justice. The office is writing a promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Aha. Wenn ihr Hilfe bei eurem Plündererproblem braucht, könnt ihr mich anheuern. Ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen, wenn du nichts dagegen hast. Was ist das Plündererproblem? As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. So, okay, Fragen stellen. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Okay. Sagt dir der Name Phineas Wells etwas? His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? Er ist ein Wissenschaftler, wir kennen einander. Ja, genau deshalb frage ich. Anscheinend gibt es ein Kopfgeld für ihn. Er hat mich entführt, meinen Körper aufgetaut und mich in den Weltraum geschossen. Dann bin ich hier gelandet. Das sagen wir mal lieber nicht. You are correct. An outstanding bounty has been posted for information pertaining to the whereabouts of Phineas B. Wells. Okay. Wenn der Vorstand bezahlt, nehme ich mich des Kopfgelds gerne an. So, er ist ein Wissenschaftler. Wir kennen einander. Ich glaube, das hat Konsequenzen, wenn ich ihr das sagt. Something to report. So, ich speichere mal. Ich will wissen, was passiert. Something to report. So, für wen arbeitest du jetzt? Spacer's Choice oder Edgewater? Ah. If this is a setup to a joke, you should know I've never found anything amusing in my life. I don't serve Edgewater. Edgewater in the entire region of Emerald Vale serves Spacer's Choice. Und wem ist Spacer's Choice untergeben? Das klingt nach Sklaverei. Also bist du im Prinzip ein Bürokrat. Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which occupies a seat on the Halcyon Holdings Corporation, also known as the Board. I must admit it bothers me that you don't already know this.
Entschuldigung, ich war 80 Jahre lang eingefroren. So. Also bist du im Prinzip ein Bürokrat. Flattery won't get you anywhere with me. The bureaucracy is a noble profession, but not all of us are gifted enough to serve in it. Edle Profession. Toll. Move along. Got my sights on you. Something to report? Ach, weil es nicht aufstehen konnte. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Ja. So. Das klingt nach Sklaverei. Careful, stranger. Talk like that comes dangerously close to sedition. Aha. Something to report? So. Okay, das haben wir dann. Gott, dann kann ich ihr das gar nicht mehr sagen. Schade. Aber war vielleicht doch besser so, dass wir nichts über den Professor gesagt haben. Ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung. So, sonst wäre ich jetzt da auch plötzlich wahrscheinlich in irgendeiner Gefängniszelle. Wo ist er denn? Ach, hier. So, wie komme ich denn jetzt? Ich muss irgendwie zum Silas. Wie komme ich denn da wieder hin? Ich muss durch irgendeine Tür durch. Canary. Die Frage ist jetzt, wo ist denn jetzt die Kantine hier? Das ist Canary, das ist die Verarbeitung. Aber wo ist denn die Kantine? Oder war das wirklich die Bar? Oh, nicht schon wieder. Ich kann leider nicht rennen, weil ich überladen bin und ich das Zeug nicht wegpacken kann. Hm? Move on. Carry on. Aha. Okay, theoretisch könnte das hier vielleicht die Kantine sein. Only you. So, wo sind jetzt die Toiletten hier? Haben die überhaupt Toiletten hier? Ich glaube, die haben Toiletten. Ja, sie haben Toiletten. Okay, aber hier ist es auch nicht. Oder? Nee, hier ist nix. Ja, okay. Wo ist denn die Kantine? Also war das dann die Bar? Check ich nicht so ganz. Ich frage mich immer noch, was diese Soundeffekte sind, die manchmal kommen. Also wenn jemand weiß, den Soundeffekt, den man gerade gehört hat, der kommt aus meinem tollen Rechner. Ich weiß aber tatsächlich nicht, welche Applikation das ist, die diesen Sound macht. Und ich würde es gerne abschalten, aber ich finde es einfach nicht raus. So. Better than nature. So. Ich mache jetzt übrigens Folgendes. Ich werde jetzt zum Silas hoppeln. Er werde ihm die Sachen sagen. Und dann mache ich Schluss für heute. Dann muss ich mal googeln, ob ich irgendwo Sachen inventarmäßig ablegen kann, ordentlich im Schiff. Weil dann können wir da ein bisschen Platz machen. Wir haben so viel Krempel nämlich dabei, das ist echt schlimm. Das war doch hier irgendwo, oder? Irgendwo war doch hier der Friedhof. Wo war denn der Friedhof? Hier ist die Absturzstelle. Ich bin im falschen Edgewater Friedhof. Warte mal.
Ich gehe jedes Mal durch die falsche Dingens raus, aber ich frage mich, warum. Ja, das ist ja auch doof. Region. Wenn ich jetzt hier rausgehe, wo komme ich dann jetzt hin? Ah. Gut, das erklärt, warum ich den Friedhof nie gefunden habe, weil ich mich rein teleportiert habe und dachte, ich bin in der Mitte von der Stadt. Ich hätte mich einfach mal umdrehen sollen. Dann hätte ich festgestellt, oh, die Tür, wo ich raus muss, ist direkt hinter mir. Schön. Habe ich gut gemacht. Dieser Soundeffekt, ne, was auch immer das ist. Hey, Miss Parvati. Come for a visit? Not today. Just helping this lady. So. Hi. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. So. Von wem sprichst du, Silas? Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I get... when I can't leave the house. So. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? So. So, wegen den Gebühren. Into any trouble? So. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners. Skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. So, sprichst du von Erpressung? That's the word, extortion. Been on the tip of my tongue all day. So. Something I can do for you? So. You run into any trouble? Ah, schön. Gut. Ja, machen wir das schnell fertig. Titus Androidicus. Schön. So, wo war der Barbershop? Hier war der Barbershop. Der ist zum Glück direkt gleich da. Das heißt, wir kriegen es relativ zügig jetzt hin. What can I do for you? So. Go ahead. Haben wir noch was? Nee. Aha. So, Spacious Choice Wache. Na so, Frage. Ich will nur eine Sache. Das funktioniert tatsächlich. Okay. Aha. Hat ihm das Herz rausgeschnitten. Gourmet-Saltuna. Aha, aha, aha. Spacer's Choice Wache. So, richtig schöne Leichenhalle hier. Schön. So, was haben wir hier? Konrad, Rezeptionist, hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacer Choice Firmeneigentum. Eugene war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichengebühr zahlen. Das würde uns ruinieren. Also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne, Familienerbstücke oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühr und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück, red am besten gar nicht mit mir. Gib einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Phyllis. Aha. Conrad, hi, Kumpel. What can I do for you? Ich habe da mal eine Frage. So, ich weiß über Eugene Bescheid. Warum verwendest du nicht seine Zähne als Pfand für deine Grabgebühren? Überzeugen. You know about Eugene? How? So,
Das geht dich nichts an. Ich kann Gedanken lesen. Ich habe deine Nachricht von Phyllis entdeckt. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. So, er wird sie sicher nicht vermissen. Ein paar Bits sind sie doch sicher wert gewesen. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Are you asking rhetorically? Because if you're being serious... Ugh, gross. Desperate measures, Miss Holcomb. Desperate measures. I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. It's the only way I'm paying my gravesite fees. So, bist du dir sicher? I'm sure that I have no other choice. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. So, ich habe gehört, Eugene hätte sich umgebracht. Was ist passiert? Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. Das ist ja schrecklich, also musste die Stadt keine Strafe zahlen. Ja, es ist schrecklich. It's a miracle of bureaucracy. If Eugene's death were filed as a suicide, we'd all pay the price for his crime. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Schön. Können wir Edgewater bitte einfach dem Gauss machen und den Konzern gleich hinterher? Go ahead. Kommt da noch was? Nee. Okay. Dann können wir das jetzt endlich abschließen. Juhu, wir haben die Mission abgeschlossen. Hat uns nur ewig viele Stunden gekostet. So, raus da. Klack. Plasma Cutter, Slices, Dices, Cauterizes. Huch. War gerade richtig schön hell hier. Region Emerald Vale. Dam, dam, da, dam, dam. Ich muss unbedingt das Zeug loswerden. Es ist so langsam, langsam. Silas, Kumpel, hi. Something I can do for you? Ja, ich hab was für dich. Wir müssen über Eugene sprechen. Ja? What about him? So. Du zuerst, ich weiß, dass du ihn beerdigt hast. Ich habe einen Brief von Phyllis gelesen. Darin stand, dass sie ihn wegen seiner Goldzähne ausgegraben hätte. Well, yeah. It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? So. Seine Goldzähne, die könnten was wert sein, wenn du sie rausziehst. Yeah. Funny thing. Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Aha. Das wird mir jetzt ein bisschen zu abgedreht. Lass uns das Thema wechseln. Ich halte die Augen offen. Let me know if you find anything. Mhm. So. You run into any trouble? Alles erledigt. Papierkram, Gebühren und Unterschriften. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. So. Abernathy wollte seine Krankheit verheimlichen. Überzeuge, ich hab mir für dich den Ruf bei Spacer's Choice erhöht. And I'll buy you a drink sometime.
Bitmodul 300. Ich hab da eher an harte Währung gedacht. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. So. Okay, einmal speichern. Something I can do for you? Ach, verdammt. Ja. Okay, ich habe ihn nicht verpfiffen. Aber ich muss mir... Ach, das sind Saturnringe. Interessant. So, okay. Haben wir das. Dann gehen wir einmal zurück zum Landeplatz hier. Klack. Hallo. Something you need? Hat nichts zu sagen. Ach ja, wenn das Schiff hier mal abheben könnte. Aber es fehlt nicht mehr viel. Viel fehlt nicht mehr. Blöde Frage, halten die mich dann eigentlich auf, wenn ich da dann abhau? So, ich würde es gerne gucken. Kann ich hier eigentlich... Ich kann in den Spind hier nichts reinlegen. In den Sachen außerhalb kann ich überall Sachen ablegen oder sowas. Hier geht das nicht. Ich kann hier nichts reinlegen. Das ist echt nervig. Also vielleicht kommt das dann auch noch. Vielleicht verlieren wir auch alle Items, die wir jetzt gesammelt haben dann. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nervt das ein bisschen. So, versiegelt. Offensichtlich können wir bis zu 5 Leute einsammeln dann, die uns helfen. Hier, du kannst hier nichts reinpacken. Das ist echt nervig. Na gut. Oh, wow. If I'd been able to get out here, I so would have stripped this for parts. Ja, nein, lass mein Schiff in Ruhe. Das ist jetzt mein Schiff. Wehe, du fummelst daran rum. So, kann ich irgendwas zerlegen? Waffen. Wächtersäbel. So. Das Teil kommt weg. Was ist das hier? Wurfballblocker. Schaden pro Sekunde. Schockkanone. Sturmgewehr. Habe ich ein kaputtes Sturmgewehr? So, wir brauchen so viele Sturmgewehre nicht. Ich würde ganz einfach mal einen Waffenschrank oder irgendwas legen. Was ist damit? Schaden pro Sekunde 71. Plasmagewehr Joch. Aha. Langwaffen. Okay. .94 Revolver. So, du kommst auch weg. So, was haben wir? Ach du Schande, was haben wir da alles? Modifizierter Powerhelm. So, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Der kann auch weg. Taktischer Körperpanzer, den behalten wir mal. Was haben wir hier? Elite, Soldatenkörperpanzer. Ach nee, taktischer Panzer kann weg. So, Arbeiterbekleidung, Spacer's Choice, Laborkittel mit Spritzschutz, Standard-Soldaten-Körperpanzerung, Ausweichen, Tarnungsfertigkeiten, Hacken. Ja, behalte ich vielleicht mal. So, den Laborkittel schmeißen wir mal weg, Tech-Fertigkeiten, okay, das schmeißen wir auch weg. So, Tarnungsfertigkeiten plus 4. Kann ich wieder laufen? Ich kann wieder laufen. Geil. Sehe ich eigentlich irgendwo... Hier, 149 von 60. Das ist ein bisschen aberwitzig. Und ich würde den ganzen Krempel hier echt gerne mal irgendwie einsortieren. Das Zeug, keine Ahnung. Ich meine, das wiegt schon alles hier, diese Spratthaut und alles. Raumschiffmodell. So, Versammlung Kinder, die von Arbeitern bei den Sternen träumen. Träume nicht im Lieferumfang enthalten. Schön. Gut, haben wir das.
Was habe ich jetzt noch für Mission offen eigentlich? Tagebuch. Verfolge deinen Fortschritt und den Verlauf deiner Handlungen in Helicron aktiv setzen. Wenn ich da jetzt hingehe, zeigt mir die Karte das dann an, wo ich hin muss? Ja, ist nur mal so eine Frage. Sie zeigt es mir tatsächlich an. Das würde das Leben deutlich einfacher machen. Hä? Und wie hole ich das jetzt da raus? Hä? Okay. Ja. Ludwigs Bündel. Muss ich irgendwie nach unten? Hä? Das war doch hier dann. Aber die Frage, hä? Ja. So, T&L fertig. Die beste Ausrüstung für Freunde und Familie. Begleitervorteile. Dein Begleiter ist eine Stufe aufgestiegen und kann einen neuen Vorteil erhalten. Geh auf Begleiterseite im Register und drücke die Vorteilseite, um die verfügbaren Vorteile einzusehen. So, finde Ludwigs Geheimwaffe. Kehre zu Ludwig zurück. Okay, jetzt bin ich gespannt. So. Landeplatz. Klack. So, das machen wir jetzt noch und dann mache ich Schluss für heute. Sonst wird das nichts mehr mit Schluss machen. So, komm her. Hi. Bring es an, Soldier. Klar, immer noch. Ich habe das von dir erwähnte Paket gefunden. Feast your eyes, Soldier. This here is a genuine Spacer's Choice Injury Customizing Unit. Designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. Okay. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Klingt doch lustig. Okay, und was jetzt? Und wie genau soll ich diesen diese Läsionsverstärkungseinheit verwenden? Fun. This ain't some quarterly performance review, Soldier. Ours is a grave and sacred duty. Mhm. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Gar kein Problem. Reed hat mir den Code bereits gegeben. Warum habe ich das Gefühl, dass ich das bereuen werde? Was werde ich deiner Meinung nach dort finden? I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Kann nicht so schwierig sein. Wie soll ich an eines dieser Logikmodule gelangen? Wie lautet der Plan? There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. So.
So, Parvati, wäre ein Logikmodul etwas, wobei du helfen könntest? I don't reckon so. I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. You keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. Oh nein, brauchen wir dafür Jeremy? Hätten wir Jeremy gebraucht, und zwar lebendig. If you die horribly, I will pour out a can of zero G to your memory. Das ist ja toll. Yay. So, das Begleiterregister. Dieses Begleiterregister zeigt dir alles, was du über deinen Begleiter wissen musst. Du kannst ihre Fertigkeiten, Werte, Statuseffekte und Ausrüstung einsehen. Wenn du die Ausrüstung eines Begleiters tauschen willst, wähle zuerst den auszuwechselnden Gegenstand aus und dann einen kompatiblen Ersatz. Du kannst auch ihr Kampfverhalten bestimmen, indem du eine bevorzugte Waffe, Folgedistanz und Aggressivität anwählst. Interessant. Leichtes Sturmgewehr. Der bloß die Pistole momentan. Ich könnte eine MG geben. Dann macht sie mehr Damage. ...80 Schaden. Okay. Ist eine Frage, habe ich noch eine MG eigentlich? Nö, aber brauche ich eh nicht. Hier will ich her. Rüstung. Ach, ich kann dir auch eine Rüstung geben. Das wäre ja formidabel. Guck mal, ich habe noch einen Soldatenpanzer. Und ich habe keinen Helm mehr. Ich habe die Helme geschrottet. Das ist ja doof. So. Vorteile. Verfügbare Vorteile. 1. Deine Technikfertigkeit wird erhöht, wenn Parvati in der Gruppe ist. Verringe die Bedrohung, die ein Begleiter generiert, wenn der Gegner angreift, was dazu führt, dass Gegner diesen Begleiter mit höherer Wahrscheinlichkeit ignorieren. Schön. Erhöht die Bedrohung, die ein Begleiter generiert, wenn der Gegner angreift, was dazu führt, dass Gegner diesen Begleiter mit höherer Wahrscheinlichkeit fokussieren. Grundleben plus 30. Fernkampfschaden, Nahkampfschaden, Rüstungswert. Chance, Mods auf dem Schlachtfeld zu finden. Ist jetzt die Frage, nehme ich sie als Kanonenfutter oder nicht? Der Vorteil ist, wenn ich sage, ignoriert sie, oder wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie ignorieren, gehen alle hinter mir her. Was bedeutet, die kann draufballern, macht mehr Damage, weil hier fällt sie zu stark weg. Machen wir das so. Ja, annehmen. So. Besorge ein Logikmodul. Eine Handvoll Taugenichts. Morgen ist jetzt und immerfort. Berge die Arzneimittel. Der ängstliche Ingenieur findet ihre Bände. Ha! Abgeschlossen. Juhu. Verbockt. Habe ich bisher noch keinen. Finde ich gut. Das bebilderte Handbuch. Ich vermute aber, Stirbroboter. Ich glaube, das hier habe ich verbockt, weil ich Jeremy losgeschickt habe, den Roboter, und wir hätten das Logikmodul wahrscheinlich von ihm rausreißen können, einfach. Oder wir nehmen das Logikmodul, was die anderen gebaut haben. Wir finden da schon was. So. Sehr coole Rüstung. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich jetzt aber endlich mal den Cut. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder und dann mal gucken. Ich glaube, im nächsten Dingens werden wir Edgewater dann ganz erfolgreich verlassen. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.